Hier kommt er ja wohl nicht durch, oder? Das hoffe ich jetzt mal ganz stark. So, was haben wir? Ein Stecker, jetzt haben wir drei. Cool. Obwohl er tot ist, hält er den Transmitter in seiner Hand. Noch immer fest. Warum nimmst du ihn denn nicht weg? Ich glaube, er kann ihn nicht mehr gebrauchen. Ein Supercomputer zur Steuerung der Systeme des Hafens. Und da ist eine Disk. Was ist nun? Ach, ich dachte schon. Ist Rick eigentlich nicht aufgefallen, dass da ein Dino auf dem Flur war? Sounds like we're not the only ones having problems. I'm glad you're amused. But if that guy gets eaten, we're going to have to retrieve the key from that dinosaur's stomach. You've got to save him. Ja. Geil. Jetzt müssen wir wieder den T-Rex suchen. Ich gehe doch nicht freiwillig zum T-Rex hin. Ah, zweite Schlüsselkarte. Okay, wir haben jetzt einige Stellen, wo wir weiterkommen. Das ist schon mal gut. Was ist hier? Mal gucken. Ach so, da arbeitet Rick ja gerade dran. Aber ganz ehrlich, wie ist Rick bitte an dem Dino vorbeigekommen? Naja. Mixen. Haben nichts Tolles, ne? Was machen wir denn mal? Ich habe doch nichts zum Schießen. Ja, da müssen wir ja wieder unsere Granatwerfer nehmen, den ich eigentlich nicht benutzen möchte. Bevor ich jetzt da langlaufe, überlege ich mir ganz kurz, wo ich lang will. Moment. Ja, speichern ist schon mal eine gute Idee. Wir müssen ja Richtung T-Rex, ne? Ja. Okay, Richtung T-Rex. Das heißt, ja, wo ist der T-Rex? Da, wo wir hergekommen sind, oder? Hallo! Daneben! Aber wahrscheinlich ist hier auch wieder alles voll, ne? Oh ja, ich höre was. Hallo! Ah! Penner. Da hat er mich erwischt. Gut, wollen wir mal gucken. Oh, Video. Ich scheine richtig zu sein. Ja. Na super. Ach, wie niedlich. Er schläft. Hoffe ich jetzt mal. Ja. Was ist mit dir los? Er rührt sich nicht, allerdings atmet er sehr langsam. An deiner Stelle würde ich jetzt voll die Raketenschüsse einfach hier in seinen Kopf ballern. Aber leider bringt das nichts. Aber warum kann man das nicht machen? Das wäre doch logisch. Die Tür lässt sich nicht bedienen, da sie keinen Strom vom Generator erhält. Na, du scheiß Viech, hast den Stromgenerator kaputt gemacht. Okay. Dann. Ja, dann nehmen wir jetzt die Sicherung hier wieder raus. Gut. Und dann machen wir den anderen an.
Wieso hätten wir das nicht gleich da anmachen können? Verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Jetzt ist es auf einmal möglich, den Hilfsgenerator hier anzumachen. Vorher ging das nicht. Da musste man unbedingt den anderen Generator anmachen. I don't Knopf. Objekt, wo ist die Batterie? Batterie. Oh Gott, wir haben gar keine Plätze mehr frei. Gut. Also wieder rot, blau, grün, weiß. Da sind vier Knöpfe. Ja, langsam kenne ich es doch. Die erstmal drehen. Ja, den. Und den. Sehr schön. Und schalten. So langsam kennen wir dieses Rätsel, ja? Guck mal an. Gott sprach, es werde Licht. Doch er fand den Schalter nicht. So, nun gehen wir raus. Und es würde mich jetzt nicht wundern, wenn der T-Rex wieder wach geworden ist. Und ich stehe da mit zwei Granatenschüssen. Und einer Handvoll guten Ansätzen. Na gut, er liegt noch. Aber jetzt kann ich hier rein, ne? Gut. Dann wollen wir uns mal diese blöde Karte von dem Mike holen, wie der hieß. Ah ne, Mike war ja der Tote mit dem Transmitter. Okay, was haben wir denn jetzt hier Schönes? Da liegt doch schon was. Vom Tyrannosaurus völlig zerfetzt. Ich will ja auch die Karte haben. Gut, ich renne einmal um die Leiche rum. Nimm doch die Karte! So. Hafenschlüssel! Sehr gut, das ist er doch schon mal. Ne, nutzen will ich die jetzt nicht. Ist hier noch was? Oh, da liegt noch einer. Der hat auch was. Code Disk D. Boah, ich dachte S. Haben wir jetzt D und S noch? Mal gucken. S und D. Achso, man kann sogar drei Fächer hier aufmachen. Ich dachte, wir hätten keinen Platz mehr. Ja, wir brauchen also noch eine S und noch eine D. Oh, da ist ja noch einer. Mann, Mann, Mann. Ein Stecker. Jetzt haben wir schon vier. Vom Tyrannosaurus. Und das ist wahrscheinlich kaputt. Ja. Gut, gehen wir raus. Und bitte, lieber T-Rex, nicht aufwachen. Ich habe gerade keine Lust auf dich. Dann, Leute, ich schlage jetzt vor, wir gehen zurück in den Raum, wo Rick am PC sitzt. Und dann speichern wir dann nochmal ab. Und dann machen wir Schluss für heute. Das ist die Frage. Nee, da gar nicht lange. Hier lang. Hier lang. Ja. Denn ich bin auch ein bisschen kaputt. Und ich möchte mir gern selbst noch ein paar Let's Plays angucken. Ah, ich gucke mir unter anderem gerade ein Let's Play von einem englischen Kollegen an. Ah, ich möchte... Oh, scheiße. Ich möchte nicht... Uff! Ich möchte nicht verraten, wer da, nicht wer das ist, sondern was für ein Let's Play das ist. Hubala! Ne, die kann ich nicht nehmen. Blutstille. Unnötig zu benutzen. Scheiße. Okay, wir müssen doch die Medizin essen. Nehmen nützt nichts. Pui. Kleine, hartnäckige Dinolein. Und hier haben wir auch wieder einen drin. Wie soll man... Also es ist schon Munitionsknappheit in diesem Spiel, ne? Muss man schon sagen. Ach, du bist weg. Ist ja toll, der Dino ist weg. Tch. Something like this in Kirk's personal lab.
This could be a problem. This vortex must be the side effect of the third energy experiment. Tja. So how are we supposed to get around this thing? Either we find a way or we both end up as dino droppings. Not funny. Okay, I'll pull up any relevant data on the computer. Regina, you search around for any possible clues or leads. Ja, ich denke, wir brauchen den Initiator und den Stabilisator. Und dann, ja, geht das schon irgendwie weiter, ne? Gut, wir haben ja noch eine Möglichkeit. Was haben wir denn jetzt für eine Möglichkeit? Wir haben ja. Ne, was. Moment. Was haben wir überhaupt für Möglichkeiten jetzt? Mal eben gucken. Stufe C. Eingabedisk D. Ach ja, wir haben jetzt ja beide Schlüsselkarten. Genau. Da können wir beim nächsten Mal weitermachen. Die Schlüsselkarten in dem einen Raum. Ja, okay. Da können wir weitermachen. Und wir haben jetzt drei Stecker, dann können wir mal einen Kasten öffnen, um uns wieder ein bisschen mit Munition zu versorgen. All das werden wir beim nächsten Mal tun. Wir speichern das nochmal gemeinsam ab. Und dann würde ich sagen, machen wir hier ein Ende für heute. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Dino Crisis. Wenn euer Alex wieder fit ist und sich zurückmeldet. Bis dahin sage ich eine schöne gute Nacht. Und wir sehen uns.